Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch nur mal ganz kurz eine Möglichkeit zeigen, die ganzen Programme, die mit Windows automatisch mitstarten, beim Einschalten des Rechners also, im Überblick zu behalten oder zu managen, beziehungsweise zu überwachen, besser gesagt, und somit eventuelle Verschwendungen von wichtigen Systemressourcen aufzuspüren, genauer gesagt herauszufinden, wie die einzelnen Start-up-Programme, die mit der Zeit immer mehr werden, logischerweise, sich auf unserem System-Start auswirken. Ja, da gibt es vielleicht Programme, die den Boot-Prozess extrem verlangsamen und wir müssen gefühlt eine halbe Ewigkeit warten, bis unser PC einsatzbereit ist. Nun, um die Übeltäter zu finden, da gibt es einige Tools sicherlich. Ich will euch heute eins davon zeigen, was ganz gut ist und auch kostenlos. Es heißt Bootracer. Ich habe das jetzt nebenher heruntergeladen, wie ihr schon bemerkt habt, und installiere das jetzt einfach mal. Den Download-Link findet ihr bei Interesse unter dem Video. Ach ja, die ganz normale Installationsroutine hier. Einfach auf Weiter klicken, Weiter, Weiter. Wir lassen das jetzt alles beim Standard-Einstellungen hier. Und einfach auf Fertigstellen klicken. Zack. Und wenn das jetzt funktioniert hat, genau, das scheint ein bisschen zu dauern, dann genau, bekommen wir die Oberfläche hier von unserem Programm. Für Dark-Modus-Fans gibt es natürlich auch eine Oberfläche. Dann haben wir hier das Menü halt mit ein paar Optionen hier. Ja, einmal die Startoptionen, also das ist jetzt für die App selbst hier, ob die jedes Mal mit Windows mitstarten soll oder eben nicht. Wir lassen das mal auf Ja hier. Dann Statistik bzw. ja, die Logs, ob die Bootzeit beispielsweise in den Windows-Ereignisprotokoll eingetragen werden soll. Ja, letztes Herunterfahren soll auch eingetragen werden. Dann soll der Unterschied zur Bestzeit notiert werden, damit wir besser nachvollziehen können, was da, also welches Programm unseren Boot-Sequenz da ausbremst, falls. Genau, das ist alles, aber sind alles Default-Einstellungen hier, Standard-Einstellungen können wir alles so lassen. Hier nochmal anzeigen, da sind jetzt die ganzen Benachrichtigungen, die vom Programm hier kommen. Wir lassen das jetzt einfach mal an oder wir können hier komplett im Hintergrund laufen lassen. Ich lasse das jetzt so, verwenden einfache Methode Nein. Startsteuerung, Autorun-Programm unter Kontrolle, ist standardmäßig auch deaktiviert hier. Wir lassen das jetzt einfach mal so, hier ein Verlauf soll erstellt werden. Verzögerung zwischen Programmen, okay, das können wir so lassen. Hier ist noch ein paar, ja, Design-Sachen, quasi Skalierung und so weiter und Updates suchen automatisch, okay. Ja, ist ziemlich übersichtlich. Hier haben wir nochmal Autostart, genau die Programme, die ist bei mir jetzt nicht so viel hier, weil das eine virtuelle Maschine ist. Hier können wir die Programme einfach löschen aus dem Autostart. Zack, weg ist sie. Was war das jetzt? OneDrive, glaube ich. Bei Bedarf können wir das natürlich ziemlich einfach wiederherstellen hier, ruckzuck. Also wiederherstellen, einmal zurückgehen hier. Und wiederherstellen und schon ist es wieder da. Ja, OneDrive war das. Genau, hier ist so eine gute Übersicht. Hier, das ist jetzt für die Premium-Version, das interessiert uns jetzt nicht. Und hier machen wir jetzt mal einen Test. Hier sind die Möglichkeiten. Das sind jetzt hier im Prinzip ein paar Infos. Ich starte jetzt mal den Test hier. Der PC startet dann eben neu. Und nachdem er den Test durchführt, genau, und wenn unsere Rechner jetzt neu startet, ich hoffe, das dauert jetzt nicht allzu lange,
Dann können wir erstmal so einen ersten Eindruck haben, wie unsere Bootszeit und welche Programme, falls da uns ausbremsen. Genau, hier können wir sehen, das System ist fast fertig. Ja, das ist jetzt die Zeit, wo die ganzen Prozesse jetzt im Hintergrund gestartet werden, bis unser Desktop hier komplett, ja, arbeits- oder einsatzbereit ist. Wir sehen jetzt hier in meinem Fall, dass es ein bisschen dauert irgendwie. Aber wie gesagt, das ist jetzt ja auch eine virtuelle Maschine. Okay, das geht aber eigentlich auch. Und hier sehen wir 34 Sekunden, nicht schlecht, aber auch nicht gut. Okay, Trend, Infos, tralala. Okay, und wenn wir jetzt hier draufklicken, dann sehen wir hier nochmal ganz genau Pre-Boot-Prozess, Windows-Boot, Passwort. Timeout, das wurde durchgestrichen, die 3 Sekunden. Und 30 Sekunden hat das jetzt gedauert, bis mein Desktop einsatzbereit war hier. Ja, hier ist nochmal alles schön aufgelistet hier. Dann haben wir die Möglichkeit, mit eingeschalteter Startsteuerung zu testen. Zack. Oder hier über, ja, Klartest. Autostart deaktivieren und Test führen. Hier werden uns dann alle Autostartprogramme samt Startzeit aufgelistet, sodass wir uns eben einen Überblick verschaffen, was unsere Startzeit da so sehr verzögert, falls natürlich, und entsprechende Maßnahmen ergreifen können. Das müsst ihr aber dann eben selbst auf eure Systeme testen. Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob es euch etwas gebracht hat. Abonnieren nicht vergessen. Über ein Like freue ich mich natürlich auch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.